Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich muss kurz ins Bild rennen. Ich mache heute Tour de historische Orte. Das ist für mich mit einigen Kilometern, für euch mit drei kleinen Videos verbunden. Das hier ist Nummer 1. Dankenswerterweise gibt es nämlich, das muss ich kurz erwähnen, als Quelle zu den historischen Orten dieses Buch. Das ist, werdet ihr wahrscheinlich im normalen Buchhandel gar nicht finden. Das ist eher für unsere kleine Stadt und unser kleines Dorf. Hier regional interessant. Brunnen, Kreuze, Bildstöcke und die Geschichte dahinter, die kleinen Denkmale Kuppenheim und Oberndorf, eine Dokumentation des CDU-Arbeitskreises Kleindenkmale in Kuppenheim und Oberndorf. Ja, eben sehr gut und sehr interessant. Ja, und das ist dann damit auch im Prinzip der Grund, weshalb ich hier rumrenne. Das sind die Wälder meiner Kindheit. Ich bin hier also schon als 9-Jähriger rumgeschlichen. Ich bin hier damals mit meinem Vater rumgeschlichen. Und die meisten Dinge, die in dem Buch genannt werden, kenne ich schon seit Jahrzehnten. Und dementsprechend ist das vieles, was da steht, eben jetzt nicht so neu für mich. Andererseits, die Details habe ich noch nie irgendwo so schön aufbereitet gesehen. Und mit diesen zusätzlichen Details im Hinterkopf, beziehungsweise in dem Buch, ich habe es ja dabei, wollte ich hier einfach mal eine kleine Runde drehen und euch mal ein paar Sachen zu den einzelnen historischen Fleckchen, die es hier so gibt, erzählen. So, das war die Einführung und damit kommen wir auch schon zum ersten historischen Fleckchen, nämlich da drüben an der Straße steht, und ich hoffe, ich kann euch an dieser Stelle hier ein Bild einblenden, ein pyramidenförmiges Denkmal, ein Monument, das eben auf die Tätigkeit des Baubataillons 45 im Jahre 1939 bis 40 hinweist. Ne? Also das Baubataillon heißt 45, Baubataillon Nummer 45, eben in den Jahren 39 und 40. Das heißt, war schon Krieg. Wir wissen vom Baubataillon, dass die ursprünglich zum Reichsarbeitsdienst gehört haben. Das war also eine Gruppe vermutlich junger Männer, die eben für den Reichsarbeitsdienst was auch immer gemacht haben und dann zu Kriegsbeginn eben in das Baubataillon überführt worden sind und dann Baubataillon 45 eben ab sofort genannt wurden. Und die wurden aus Gründen, auch das ist inzwischen im Dunkel der Geschichte verschwunden, hierher versetzt und sollten hier bauen. Und zwar erstens einen Truppenaufenthaltsbereich, einen Truppenunterkunftsplatz, wie auch immer man das jetzt genau nennen möchte. Das ist vermutlich das Überbleibsel, in dem ich hier stehe. Viel ist nicht übrig, das sage ich gleich. Man kann nur, wenn man sich wirklich genau auskennt, ein paar Spuren anhand des Waldbodens und Ähnlichem entdecken, worauf wir aber auch gleich noch eben näher eingehen werden, dass hier überhaupt mal irgendwas gebaut worden ist und hier mal was anderes gewesen ist als ein stinknormaler Mischwald. Buchen und einzelne Lärchen übrigens, das ist eine interessante Kombination. Ja, und wir wissen weiter über dieses Baubataillon 45, dass sie dann, nachdem sie hier im Jahre 1940 mit den Bauarbeiten fertig waren, als Wach- und Sicherungsbataillon 45, die Nummer blieb die gleiche, weiter versetzt worden in den Kaukasus. Was dann aus ihnen geworden ist, verliert sich jede Spur. Und wer exakt hier vor Ort nun gebaut hat und nicht gebaut hat, wissen wir auch nicht. Es ist also sehr viel Dunkelheit bei dieser ganzen Geschichte dabei. Man kann, wenn man mal ein bisschen im Internet recherchiert, noch einzelne Nummern der Nazi-Ordnung finden, wo man erfährt, welche Personalnummer oder wie auch immer man das genau nennen mag, dieses Baubataillon gehabt hat und unter welchen Bedingungen das wo einkatalogisiert gewesen ist. Also da findet man noch Dokumente, die eben da eine gewisse Ordnung zugrunde zu legen scheinen. Da kann ich euch auch gerne zu noch was einblenden bzw. verlinken. Das hilft uns aber nicht wirklich weiter, wenn uns interessiert, wer ist denn das damals gewesen und was zum Geier haben die hier eigentlich gebaut. Und interessant ist, dass auch alte Einwohner, das ist ja gerade mal 80 Jahre her, das ist vergleichsweise, das heißt irgendein 90-Jähriger, und wir haben hier auch Leute, die 100 sind in der Stadt, die dürften doch theoretisch vielleicht mitbekommen haben, was damals hier oben passiert ist. Tatsache ist aber, nee, haben sie nicht. Ne?
Und damit gibt es einfach niemanden mehr, der noch lebt und uns da irgendwie aufklären könnte, was hier genau passiert ist. Es ist nichts dokumentiert, es gibt keinerlei schriftliche Quellen, die mehr aussagen als eben das, was der historische Verein Kuppenheim zum Baubataillon herausgefunden hat und was dann in unserem Büchlein, das hier eben mir als Quelle dient, auch nochmal erwähnt wird. Und das ist es im Prinzip. Ja? Das Buch ergänzt die spärlichen Informationen noch darüber, in welchem Zusammenhang hier diese Bauarbeiten stattgefunden haben, in welchem großen Zusammenhang. Und das möchte ich euch jetzt noch schnell erzählen, bevor wir uns hier ein bisschen näher umgucken. Nämlich sind die Bauarbeiten hier Teil des Westwalls. Der Westwall war so eine Idee, das Bollwerk nach Frankreich, das über 600 Kilometer von eben Südwestdeutschland, unterste Ecke, bis hin zur holländischen Grenze reichen sollte und war gedacht als bis zu 50 Kilometer breite Verteidigungszone West, wo dann auch garantiert kein Feind ins Deutsche Reich eindringen kann. Propagandatechnisch ist es ihnen hervorragend gelungen, den Westwall, also den Nazis damals, als tatsächlich undurchdringliches Bollwerk darzustellen. De facto war das Ding erstens alles andere als undurchdringlich und zweitens schon bei Bau technisch veraltet. Und auch was hier gebaut worden ist, wäre mit Sicherheit nie von irgendeiner militärischen Relevanz gewesen. Also hier stehe ich jedenfalls in der vermuteten einen Ecke, in der sie eine Truppenunterkunft gebaut haben. Den Wald wird es damals noch nicht gegeben haben. Man findet hier interessanterweise nämlich auch keinen Baum, der älter als 80 Jahre ist. Gerade bei so vergleichsweise kurz zurücklegenden historischen Dingen ist, wenn Wald drauf gewachsen ist, das schon sehr, sehr aussagekräftig. Denn man kann ja anhand des Baumes, der Baumalter ungefähr abschätzen, älter als so und so, kann das nicht sein, weil wenn damals schon Baum gewachsen wäre, dann wäre der jetzt dicker. Und was wir hier im Hintergrund sehen können, das ist zum Beispiel eine Lärche, die wird auch noch nicht ganz die 80 haben, aber es gibt hier einzelne Buchen, die theoretisch 80 sein könnten, es wahrscheinlich aber auch nicht sind. Da man hier wahrscheinlich die Lärche vor der Buche gepflanzt hat, die braucht viel mehr Licht, sie wäre nicht gewachsen, wenn hier erst Buche und dann Lärche gepflanzt worden ist, schätze ich mal, dass dieser Wald vielleicht 60 Jahre alt ist. Sowas um den Dreh. Jetzt könnte man natürlich noch genau rausfinden, wenn man noch Karten studiert, wie alt dieser Bestand hier eigentlich exakt ist. Aber ich denke, mit 60 bin ich nicht ganz falsch und damit 20 Jahre nach dem Bau dieser Anlagen. Das heißt, die sind nach 20 Jahren nach Bau bereits so weit verschwunden gewesen, dass man hier komplett die ganze Fläche wieder aufgeforstet hat. Vielleicht hat man auch ein bisschen nachgeholfen und einiges rückgebaut, denn wir finden zumindest hier direkt auch keinerlei Reste von irgendwelchem Beton oder ähnlichem mehr. Jedenfalls habe ich noch nichts dergleichen gefunden. Truppenunterkünfte ist klar, wozu sie dienen. Was hat denn unser Baubataillon im Rahmen eben dieser Westwallbefestigung noch so gebaut? Erfreulicherweise, weil mich sowas eben interessiert, bin ich alt genug, um noch zu wissen, wo sich hier in Kuppenheim und Oberndorf die ehemaligen Bunker befunden haben. Bunker und Geschütz- und Gefechtsstellungen, die eben von dieser Bautruppe errichtet worden sind. Von denen ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Tabula rasa, da war das Landratsamt sehr gründlich, die gesprengten Ruinen dieser Bunker zu entfernen, halte ich für falsch. Ich hätte es wichtiger gefunden, dass die halt eben als Zeitzeugnis in gesprengtem Zustand erhalten bleiben. Aber ja, kann man unterschiedlicher Meinung zu sein und ich will mir da nicht anmaßen, dass meine die richtige ist. Nichtsdestotrotz, ich weiß noch, wo die waren und daher weiß ich auch, dass es sich bei diesen Bunkern bestenfalls, also im Sinne von für die Nazis bestenfalls, um MG-Stellungen mit Mannschaftsaufenthaltsraum bzw. Mannschaftsdrinnen-Unterkommen-Raum, wie auch immer man das nennen möchte, gehandelt hat. Ja? Das heißt, es ist ein relativ schlechter Bunkertyp gewesen, der Regelbau 10, ein relativ häufiger Bunkertyp entlang des Westwalls. Man hatte da so bestimmte Bunkertypen, dafür gab es einen Plan und die sind dann immer und immer wieder gebaut worden, um Kosten zu sparen. Und dieser Regelbau 10 ist eben auch der, der hier vor Ort gestanden haben muss. Das ist ein sehr enger Aufenthaltsraum für die Truppe. Da hat man, glaube ich, bis zu 12 Leute reingequetscht, 10 schon mal mindestens.
unter natürlich relativ menschenunwürdigen Bedingungen. Dann war da drüber eine recht dicke Decke aus Beton, die hätte theoretisch Artilleriebeschuss standhalten sollen. Man wusste aber relativ kurze Zeit, nachdem diese Dinger gebaut und konstruiert worden sind, dass die Artillerietechnik schon wieder Fortschritte gemacht hatte und damit der Bunkertyp veraltet war. Heißt, die hätten vielleicht ein oder zwei Artillerietreffer standgehalten und beim dritten wäre dann das Dach runtergekracht und alle Insassen des Bunkers wären hingewiesen. Und die nächste dumme Idee im Regelbau 10 ist die MG-Verteidigungsvorrichtung, sage ich jetzt mal. Da hatten sie nämlich einfach eine im Beton eingelassene, etwa so große Skischarte, also jetzt nichts winzig Kleines. Und dahinter sollte der MG-Schütze sitzen und jetzt aus dieser Scharte heraus die Umgebung, natürlich nur so weit er sein MG drehen kann und soweit seine Scharte reicht, unter Feuer nehmen. So, wenn sich jetzt irgendwo in diesem großen Einzugsgebiet, von dem aus man diese Skischarte sehen und auch darauf zielen kann, irgendein Heckenschütze versteckt, so gut versteckt, dass er halt eben mal nicht vom MG getroffen wird, weil er hinter irgendeinem kleinen Erdwall liegt oder sonst was, das wäre nicht die große Schwierigkeit gewesen. So viel Militärtechnik kann ich auch, ich war mal bei dem Verein. Also bei dem Nachfolgeverein. Puh, so alt bin ich nicht, dankenswerterweise. Jedenfalls. Und nein, ich möchte nicht die Bundeswehr mit der Nazi-Armee in irgendeiner Form gleichsetzen. Wichtig, ja, wichtig. Bevor mir da jetzt noch was Böses unterstellt wird. So, aber was ich jetzt sagen wollte eigentlich, bevor man wieder aufpassen muss, was man sagt bei diesem Thema. Das ist naturgemäß so. Ich finde das auch nicht ganz falsch, dass wir vorsichtig sein müssen, was wir bei diesem Thema sagen. Aber ja. Gut, zurück zur Skischarte, denn wenn sich da irgendwo ein Heckenschütze versteckt hat, dann hat er nur aufs Mündungsfeuer dieses MGs halten müssen und in die Richtung ballern. Dafür hat er auch nicht selber ein MG gebraucht, wenn er eins hatte, umso schöner, beziehungsweise besser für ihn. Und mit einem normalen Gewehr, was jeder normale Soldat der Franzosen zum Beispiel da mitgeführt hat, hätte er einfach nur in Richtung dieses Mündungsfeuers schießen müssen, ein halbwegs brauchbarer Schütze sein müssen und hätte dann eben in diese Skischarte reingeballert und dann der komplette Raum dahinter nur aus Beton besteht, wäre die Kugel wahrscheinlich an der Wand, entweder hätte es einen Querschläger gegeben und der Schütze wäre tot gewesen, weil der Querschläger dann in diesem Betonraum piu, 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 in alle Richtungen, keine Chance, das zu überleben. Oder es hätte halt eben von der Betondecke Splitter abgesplittert, den auch getroffen, hätte auch gereicht, dass der nicht mehr schießen kann, dann schießt du noch zwei, dreimal hinterher, die nächsten Splitter, irgendwann ist das Ganze dann auch tödlich. Oder es gibt dann halt doch den Querschläger und all sowas. Also diese ganze Technik, die beim Westwall, der Regelbau 10 ist natürlich nur ein Beispiel, zum Einsatz kam, war selten wirklich gut und die Verteidigungsfähigkeit dieses grauenvollen, wirklich angsteinflößenden Bollwerks, zumindest nach Propaganda der Nazis, darf sehr in Frage gestellt werden. 50 Kilometer breit, diese Westwall-Geschichte, das heißt, hintendran gab es noch eine Luftverteidigungszone West. Da hat man also gesagt, man hätte da noch ganz viele Flakstellungen, das heißt, dass da auch keine Flugzeuge durchkommen können. Diese ganz vielen waren hier in der Region eine, von der ich weiß, möglicherweise gab es noch eine zweite. Das ist relativ wenig, das heißt, jeder, der wusste, wo die waren, hat problemlos dran vorbeifliegen können. Und noch lustiger, nachts wäre auch relativ einfach gewesen, an diesen enormen gefährlichen Flakstellungen vorbeizukommen. Man hatte nämlich leider vergessen, die mit Scheinwerfern auszustatten. Die größte und angeblich krasseste Flakstellung lag auf der Hornisgrinde. Das ist hier der höchste Berg des Nordschwarzwaldes. Und da sollte angeblich eben im kompletten Nordschwarzwald kein Durchkommen sein, weil da eben diese Flakstellung drauf ist. Nur halt eben, dass die keinen einzigen Scheinwerfer hatten und nachts nicht schießen konnten. Es gibt Tagebücher von auf der Hornisgrinde stationierten Soldaten, die berichten, dass sie ohnehin nur in vielleicht einem Drittel der Zeit, die sie da oben gesessen sind, hätten schießen können, weil in die andere Zeit war die Sicht so schlecht, dass man gar niemanden gesehen hätte, auf den man hätte schießen können. Ne? Also alles insgesamt ein sag ich mal, hervorragendes Beispiel für gute Propaganda. Der Westwall, aber in sich ganz bestimmt nicht das Bollwerk, was er angeblich hat sein sollen. Ja, das ist überhaupt Bunker hier am Taleingang, also das nächste Tal, das wäre jetzt
ein Ort, wo man theoretisch durch den Schwarzwald durchkommen könnte. Da also Bunker zu positionieren, ist jetzt vielleicht nicht ganz, ganz doof, aber die hätten halt wirklich auch nichts hingekriegt. Und wie gesagt, der beste Bunker, den es da gab, das war dieses MG-Stellungsteil. Gerüchten zufolge soll es auch Artilleriebunker gegeben haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Anhand dessen, was für kleine Hinterlassenschaften die gesprengten Bunker gewesen sind zum Teil, war da garantiert kein Artilleriebunker dabei, der in irgendeiner Form eine Vorrichtung oder irgendeinen Punkt gehabt hätte, wo man wirklich ein fettes Artilleriegeschütz hätte fest installieren und geschützt installieren oder sonst irgendwas können. Bestenfalls gab es da vielleicht eine Betonplatte, wo man es hat draufstellen können. Das war aber auch schon alles gewesen und Artilleriegeschütze gab es ja auch nirgendwo. Kampfhandlungen haben dann endgültig hier in der Region nirgendwo stattgefunden. Die Franzosen sind gemütlich rübergekommen und wir haben uns erfreulicherweise auch sofort ergeben, was hier noch an Truppen vorhanden war. Viel dürfte es nicht gewesen sein und die sind dann in den Dörfern unterwegs gewesen und haben uns hier halt erfolgreich besetzt. Das ging, ich denke, relativ zivilisiert ab. Ja, da darf man jetzt aus historischer Sicht ganz zufrieden sein, dass das ohne größeres Blutvergießen abgelaufen ist. Ja, und damit so viel zu den historischen Hintergründen. Mehr braucht an dieser Stelle sicherlich nicht. Dann werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken und mal schauen, was für Hinterlassenschaften der Nazis wir hier so finden können. Ich bin dann auch hinter der Kamera und es gibt ein paar Wallstrukturen, ein paar Gräben und noch ein ganz paar Fundamentreste von irgendwelchen Baracken. Das war es dann aber auch. Ne? Also jetzt erwartet bloß nichts super Tolles. Und eben das Denkmal selber, den Gedenkstein, den sich das Baubataillon 45 als Anerkennung ihrer eigenen großen Taten, die sie hier vollbracht haben, aufgestellt hat. Vielleicht hatten sie auch den Auftrag. Wir wissen eben nichts Genaues über die vermutlich Männer, jungen Männer des Baubataillons 45. Und keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Beziehungsweise was wir wissen, steht hier unten auf dem Schild, nämlich die Einheit zählte zur Heeresgruppe A im Kaukasus, als sie dann versetzt worden sind im Dezember 40, sind sie da in die Richtung versetzt worden. Aber was dann aus ihnen geworden ist, da verliert sich dann wirklich jede Spur. Ja, Überbleibsel Nummer 1 ist diese Wall hier. Seht ihr das? Der geht bis da hinten und hier verliert er sich dann langsam wieder. Man könnte vermuten, dass das einfach Aushub von Bauschutt ist, den sie da hingekippt haben. Aber davor liegt hier ja noch eine gewisse Vertiefung. Hier ist also auch eine grabenartige Struktur erkennbar. Das heißt, ich würde schon vermuten, dass das, was hier ein Wall ist, auch tatsächlich ein Wall hat sein sollen. Man sieht es auch auf der Seite sehr schön, dass hier offensichtlich was ausgehoben ist und dann hier angelagert worden ist, um eben einen Wall zu schaffen. Hatten sie jetzt wirklich die Absicht, hier einen Wall ins Gelände zu klatschen? Einen kleinen Wall mit Graben? Naja, da wir uns da in einer Zeit von Feuerwaffen durchaus befinden, könnte das als Schützengraben möglicherweise konzipiert gewesen sein. Und dieser Wall, wenn man da dahinter liegt, bietet schon, so viel Soldat bin ich eben auch gewesen, einen gewissen Schutz, gar nicht mal ganz schrecklich schlecht, vor eben entsprechend einkommenden Gewehrgeschossen. Und wenn man sich da halt dahinter legt, dann könnte man da zurückschießen und so gesehen ist das möglicherweise dann auch das, wofür das hier gedacht gewesen ist. Und wenn wir hier eben entsprechend eine Truppenunterkunft haben, die dann auch eben eine leichte Verteidigungsstruktur aufweist, ja, man kann sich viel über die Nazis lustig machen, aber das mag ja vielleicht Sinn ergeben. So, gucken wir mal weiter. So, wir haben jetzt das Gebiet direkt hinter dem Denkmal verlassen und sind ein Stückchen weiter tiefer in die Wälder gelaufen, ca. 300-400 Meter. Und dann fällt auf, dass hier im gesamten Gebiet immer wieder irgendwelche kleinen Gräben und Strukturen, für die mir keine natürliche Erklärung einfallen möchte, im Gelände zu finden sind. Auch hier vorne, ihr seht, da Kamera gucken und durch den Wald laufen ist immer schwierig. Hier fällt das Gelände auch direkt ab und bietet hier so ein Miniaturteil.
Tal. Und wenn wir nach da hinten gucken, hier auch wieder ein Graben und eine Vertiefung. Der Witz ist, man könnte jetzt vermuten, das sind alles irgendwelche historischen Wege. Aber dann hätten wir hier ein Wegenetz, das gefühlt alle 20 Meter ein historischer Weg, alle führen ungefähr in die gleiche Richtung, nebeneinander liegt. Das gehe ich doch sehr davon aus, dass das sicherlich nicht der Fall sein wird. Jedenfalls nicht in diesem Umfang. Zumal hier ist Vorstraße Nummer 1. Die ist wahrscheinlich auch mindestens 100 Jahre alt. Heißt, die gab es schon zu Zeiten der Nazis. Da vorne Vorstraße Nummer 2, ebenfalls mindestens 100 Jahre alt. Wahrscheinlich zumindest. Dürfte auch schon zu Zeiten der Nazis vorhanden gewesen sein. Wobei diese Straße oder zumindest eine parallel dazu verlaufende Straße, die dürfte wahrscheinlich schon 500 oder 600 Jahre alt sein, weil es zu Zeiten des Mittelalters weiter hinten im Tal eine kleine Siedlung gegeben hat, die heutzutage nicht mehr existiert, von der auch kaum noch was übrig ist, aber gegeben hat sie, und irgendeine Straße runter in die Rheinebene werden die gebraucht haben, und das ist der ideale Ort, wo die verlaufen kann. Wir dürfen also davon ausgehen, dass es hier schon immer Straßen und Wege gegeben haben wird, weshalb man also hier im Wald noch einen Haufen extra Pfade hätte anlegen müssen. Sehr rätselhaft. Möglicherweise auch irgendwie, dass diese einzelnen Vertiefungen, die es hier gibt, auch zu militärischen Zwecken gedacht gewesen sind. Vielleicht auch zur Ausbildung, zum Üben für irgendwelche, was auch immer für militärische Zwecke. Möglicherweise, ne? Aber ich bin gespannt, ob ihr dazu eine Meinung habt. Ich stapfe hier noch ein bisschen weiter. Ja, vielleicht eins der besten Beispiele hier dieser Graben. Die Waldstraße links, circa 25 Meter entfernt, rechts circa 20 Meter entfernt. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, hier in irgendeiner Form einen Graben anzulegen. Hier ist auch garantiert kein Fluss geflossen. Der fließt deutlich weiter tiefer. Also da hinten, wenn man dann da wupp, runter geht, da gibt es einen relativ großen. Der ist da auch schon seit Ewigkeiten. Hier oben macht es überhaupt keinen Sinn, dass es dazu parallel auch einen Bachlauf geben soll. Ich kann mir also auch diese Schlucht, diesen Einschnitt hier, Schlucht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Graben, nur damit erklären, dass der angelegt worden ist. Und da die einzigen, denen man so einen Unsinn zutraut, ne, diejenigen sind, deren Spuren wir uns hier angucken. Aber wie gesagt, wenn ihr dazu eine andere Meinung habt oder was zu sagen, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aha, ich bin jetzt gerade von dem besagten Graben, den wir gerade im Bild hatten. Der ist da vorne, ungefähr, wenn ich dahin, da ist dieser Graben. Und hier, ein paar Schrittchen weiter, vielleicht 10 Meter, das erste Fundament. Das sind so Ziegelfundamente, interessanterweise. Beton hat man hier gar nicht groß eingesetzt und hat hier anscheinend eine ebene, flache Fläche eingefasst. Und da dürfen wir wohl von ausgehen, dass sich auf dieser dann wohl auch irgendeine kleine Baracke befunden haben muss. Ja, also das ist das erste. Es gibt noch besser erhaltene Fundamente. Oh, und hier sind wir jetzt bei dem vielleicht interessantesten Teil, weil das hier sind die besterhaltensten Überreste der Bauwerke, die es hier gegeben haben muss. Hier standen also mindestens zwei Hüttenhäuser, wenn man sie so nennen möchte, im Wald. Da das Ganze hier Schräglage ist, hat man hier vorne eben entsprechend Material aufgehäuft, um die Schräglage auszugleichen, damit man schön senkrecht in der Waagerechte bauen kann. Und zwar hat man das geziegelt, wie hier schön zu sehen, ne? Mit einfachen Ziegelsteinen, Beton dazwischen, und hat dann hier einfach aufgefüllt, damit es eben gerade wird, und hat dann obendrauf wahrscheinlich eben zwei Gebäude errichtet, soweit ich das rekonstruieren kann. Hier kann man auch schön eben anhand des Betons erkennen, das kann nicht allzu alt sein, das ist moderner Beton. Also die Römer waren das nicht, die hatten zwar auch Beton in gewisser Weise, Zement eher, Opus Cementi, aber nein.
Das waren nicht die Römer. Interessant ist, das sind so Platten, plattenartige Strukturen. Das geht hier weiter, kann man hier schön erkennen, dass die hier also in irgendeiner Form vielleicht auch eine Platte, einen Plattenplatz hin asphaltiert haben in diesem Bereich. Wäre auch vorstellbar, ne? Dass das da hinten Gebäude sind, das muss ich niemandem sagen, da gehen wir auch gleich hin. Aber dadurch, dass hier diese Fläche asphaltiert ist, könnte man sich auch vorstellen, dass das hier einfach einen Platz hat geben sollen, einen Parkplatz, Aufstellung für irgendein schweres Gerät möglicherweise. Ne? Weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn wir hier jetzt drauf rumlaufen und hier mal ein bisschen scharren, kommt Waldboden zum Vorschein. Und ich habe jetzt keine Schaufel dabei und will hier auch nicht so richtig intensiv graben, obwohl... Oh, ja, ja. Ja, Betonplatte. Betonplatte, da ist schon Schluss. Wir haben hier also eine initiale Waldbodenbildung auf Beton. Ne? Also tiefer kommt man hier nicht. Das ist interessant. Das entdecke ich jetzt heute auch zum ersten Mal. Bin nie auf die Idee gekommen, hier mal ein bisschen rumzubuddeln. Interessant. Übrigens ist eine gute Frage jetzt rechtlich vielleicht. Darf man hier eigentlich ein bisschen rumbuddeln? Wenn das jetzt was richtig Archäologisches wäre, dann dürfte man es nicht. Dann wäre man ganz schnell Grabräuber und solche Späße. Also wenn es jetzt ein Grab wäre. Aber ja. Aha. Aber offenbar war hier auch noch irgendwas drunter. Unter der Betonplatte, auf der ich hier gerade rumlaufe. Wie man sehen kann. Ja, da bin ich jetzt überfragt. Ist hier eingebrochen. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Vielleicht gab es einen Keller. Möglich. Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wobei da vorne ist jetzt auch wieder nur diese gemauerte Geschichte. Und hier ist diese gemauerte Geschichte eingebrochen. Aber da ist nirgendwo ein Zugang zu einem Keller erkennbar oder ähnliches. Deshalb... Ja, keine Ahnung, wieso jetzt hier diese Löcher und was hier hätte drunter sein sollen. In einem der Löcher ist hier übrigens auch offensichtlich eine Douglasie gewachsen, die nicht mehr lebt, wie man sehen kann. Aber ja, die muss hier in so einem Loch im Beton offenbar gekeimt sein. Spannend. Ja, und das hier ist auch das tatsächlich beeindruckendste. Beeindruckend ist das falsche Wort, aber das am besten sichtbarste Überbleibsel eines Fundaments der Nazi-Bauwerke, die es hier gegeben hat. Was das genau gewesen ist, keine Ahnung. Dass es hier eine Unterteilung gegeben hat, kann man noch erkennen. Das heißt, es muss hier offensichtlich wirklich eine Art Keller, eine Art Stauraum vielleicht gegeben haben. Schwer zu sagen. Üblicherweise sind solche Sachen normalerweise viel tiefer, weil Erosion ja dazu führt, dass sich hier drin das Material ablagert. Ne? Also alles, was hier im Wald an Material anfällt, Laub, jede Menge Laub über die Jahre, fällt da ja rein und füllt das dann nach und nach auf. Wir sehen ja auch, dass wir da drin inzwischen ordentlichen Waldboden haben. Da wächst auch alles Mögliche. Zoomen wir mal ran. Ja, der Waldmeister zum Beispiel ist da ordentlich am Wachsen. Dem scheint es da gut zu gefallen. Dem ist egal, ob er auf Nazi-Substrat wächst oder nicht. Oh, wenn man jetzt ganz böse sein wollte, könnte man sagen, ist ja auch deutscher Waldmeister. Ja, und da bröckelt der Putz von der Wand. Also sie werden wohl doch so eine Art Kellerraum anscheinend gehabt haben. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Dann muss es da noch was oben drauf gegeben haben. Und hier haben wir auch wieder deutliche Fundamente, dass hier wohl auch ein kleines Räumchen existiert haben muss. So, das Ganze setzt sich dann noch bis da vorne fort. Hier haben wir diese Abbruchkante, all dieser ganze gemauerte Bereich, wo man hier eben alles eingeflacht hat, um hier bauen zu können, geht noch bis da vorne. Und ich gucke mal, ob ich noch was finde, aber ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ja, einen habe ich noch. Jetzt haben wir ja vermutet, es gäbe da drunter irgendwie einen Keller, dass die Betonplatte einbricht und dass die da drunter irgendwas gebaut haben. Tatsächlich gibt es einen kleinen Hohlraum, zeige ich euch jetzt. Aber ich habe hier extra die Taschenlampe ausgelegt, damit wir das auch sehen. Ja, besonders tief ist die ganze Geschichte nicht.
Hier übrigens auch typisch eine leichte Tropfsteinbildung an der Decke aus dem Kalk im Nazi-Beton. Das finden wir auch in Bunkerüberbleibseln. Da haben sie ja den gleichen Nazi-Beton verwendet. Und Nazi-Beton ist ein schöner Begriff. Und der bildet da auch relativ schnell Tropfsteine, weil halt eben Kalk essentieller Bestandteil von dem Ganzen ist, der dann wie ein Tropfstein von der Decke wächst. Ja, und tiefer ist das Ganze hier nicht. Ja, das ist also, aus irgendwelchen Gründen haben sie beim Bau dieser Anlagen entweder sich nicht die Mühe gemacht, den Boden ordentlich zusammenzudrücken, dass sie also auf dem Boden direkt ihren Beton ausbringen, oder der ist einfach später, und ich vermute mal, das wird der Fall sein, weiter zurückgegangen. Aber ja, keine Ahnung. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfordert. Da kenne ich mich jetzt mit bautechnischen Sachen nicht aus. Wie kommt so ein Hohlraum zustande? Vielleicht kann auch das jemand in die Kommentare schreiben. Ich kann mir das nicht erklären, wozu der gut sein soll. So viel Boden verschwindet nicht in 80 Jahren. Also nicht, wenn er eine Betonabdeckung drunter macht, dann geht unten drunter nicht der Boden langsam verloren und löst sich auf in Wohlgefallen. Nicht in diesem Umfang. Ne, das wäre zu viel. Also ein bisschen kann das passieren, ja. Die organische Substanz im Boden kann dann nach und nach abgebaut werden und damit verliert er dann tatsächlich auch an Mächtigkeit. Von oben kommt nichts mehr nach, logischerweise, weil keine Bäume mehr Laub drauf werfen, weil kein Holz mehr drauf fällt, keine abgebrochenen Äste, kein totes Reh hier liegen bleibt, ne? Theoretisch. Und auch kein noch lebendes Reh hier drauf was fallen lässt. All solche Sachen finden da nicht mehr statt, aber das wäre zu viel. Andererseits, aber dieser Boden sieht doch schon auch irgendwie ein bisschen gestampft aus, ne? Das ist doch irgendwie niedergetrampelt, da hat man doch irgendwas dran gemacht und da hinten ist doch auch wieder gemauert. Also an dieser Stelle bin ich wirklich überfordert und habe von Baukrempel keine Ahnung mehr. So, und das ist ein guter Schlusspunkt. So, das wäre es gewesen. Wir haben jetzt also gesehen, die Überbleibsel der Truppenunterkünfte, die Baubataillon 45 hier in den Wald gestellt hat zur Unterbringung von Soldaten, vermutlich. Ja. Nichts Genaues, weiß man nicht, was das soll, wissen wir nicht, was davon übrig ist, haben wir gesehen. Rätsel über Rätsel, muss man das genauer wissen? Weiß ich nicht. Will man das vielleicht genauer wissen? Vielleicht schon. Ja, überlasse ich euch. Ich bin gespannt, ob ihr irgendwas Erhellendes beizutragen habt. Und wenn nicht, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich gehe jetzt weiter. Nächster Punkt, dann ein Unfall aus der Forstwirtschaft. Der noch nicht, ja doch, der ist ähnlich lange her eigentlich fast. Ich weiß es gar nicht so genau. Werden wir sehen. Bis später.